Ja, hallo. Moin. Ja, wie geht's? Gut, und selber? Auch gut. Voll krass, dich mal live zu hören. Du darfst dich gerne einmal kurz vorstellen. Ich bin Peres, 28 Jahre alt und ja, komme aus Hamburg. So, und das Coaching hast du jetzt, wolltest du jetzt, warum? Hast du mir eigentlich vorhin schon geschrieben, ne? Ja, improven, besser werden. Vielleicht irgendwann mal höhere Elo erreichen. Also, du hast geschrieben, Effizienz ist ein Problem. Wenn mein Team und ich ein Lead haben, dann richtig zu nutzen, oft verliere ich Games, die wir komplett in der Hand haben. Und ich glaube, ich achte zu wenig auf meine Lanes. Ja. Also wie deren Revs stehen und helfe, da glaube ich zu wenig. Ja. Weil ich immer versuche, im Tempo zu bleiben. Das hört sich eigentlich ziemlich gut an. Als Lob. Ja. Ich versuche halt so zu jungeln wie du, ne? Aber es klappt Ja, das halt ist nicht eigentlich so. voll gut. Ich meine, dann schauen wir mal, woran es liegt. Du könntest mir jetzt einmal deine OPG schicken. Moment. Hast du Wots aus deinem POV oder nicht? Nee, ja, ich wusste nicht, mit welchem Programm ich das aufnehmen kann und ja, ich wollte nicht irgendeinen Scheiß machen, deswegen dachte ich, Ja weil du gut, meintest, das geht auch also so. das geht auch so. Es ist halt, also ich sehe halt eine Sache nicht, und zwar wie du Tab drückst und wohin du guckst. Ja. Subhuman Ruler. So, Emerald 1 Elise Main. So ist sie, Ja. oder? Also Aber ich spiele aktuell ist das vieles. Elise. Momentan spiele ich die gar nicht mehr so viel. Spiele vieles durcheinander. Wie, du spielst hier momentan nicht so viel. Also ich sehe, du hast sie sehr viel jetzt gerade gespielt. Das war also am Anfang, als ich die Early Games gemacht habe auf dem Account. Ich glaube, in den letzten paar Wochen oder 2, 3 Monaten habe ich die vielleicht 10 Mal gespielt insgesamt oder Was war dein Peak? so. Last Season war ich kurz Diamond 2, aber ab Diamond 3 habe ich nur noch Support gespielt. Muss ich sagen. Weil da habe ich auf den Sack bekommen. Also kann ich ehrlich sein. Als Support hast du auf den Sack bekommen oder als Nee, Jungler? im Jungle. Die haben mich einfach komplett outpuffed, die outmakrot. Ja, ich hatte, wenn ich, da habe ich halt Evelynn gespielt, weil das halt der Champ ist, den ich am längsten OTP habe, so. Mhm. Das hat bis Diamond 3 ganz gut geklappt. Und ja, was heißt, also eher bis Diamond 4, ab Diamond 3 wurde es dann halt schwieriger, ne? Also, oh, was war das denn? Achso. Ich habe einfach kurz meinen Screenshare angemacht. Ja, da habe ich dann halt auf den So. Sack bekommen. Okay, gut. Ich würde sagen, wir springen hier mal rein Jo. und schauen uns mal einfach an, was du so machst. Okay, so, du spielst Elise gegen Shaco. Wie ist das Matchup? Was glaubst du? Also ich habe das Matchup halt noch nicht so oft gespielt. Ich glaube, Aha. gestern war das erste Mal, dass ich Elise gegen Shaco gespielt habe. Und ich glaube, dann hatte ich sogar 2 Games. Das eine lief eigentlich ganz gut. Also ich würde sagen, eigentlich, wenn man Sonyas baut, relativ zügig, ist das Matchup eigentlich gut spielbar. Ich persönlich finde das eigentlich gar nicht so gut, weil es ist sehr schwer, ihn zu killen. Ja. Also erstens kannst du ihn fast nicht stunnen, weil er hat entweder seinen Klon oder seine W vor sich. Und zweitens kann er mit der Q all deinen Damage canceln oder halt auch Ja. mit der Ult. Also ich persönlich mag das nicht, aber ich mag auch einfach allgemein gegen Shaco nicht. Ja, So das also so geht's mir aber auch. ja, also abgesehen jetzt von Shaco, welche Lanes gewinnen bei dir? Also welche Lanes haben Prio? Ich würde sagen, Bot hat Prior. Lucian Nami, ja. Relativ strong Lane und Jayce hat halt auch Prior, würde ich sagen. Und Mitte? Mitte würde ich eher nicht sagen. Obwohl, also vom Push her schon. Aber, ja doch, Mitte eigentlich auch. Mitte auch. Also du hast eigentlich sogar drei Winning Lanes, ne? Ja. Wobei, bei Top Lane könnte sehr gut sein, dass es nicht so ist, weil Zoe ist auch eine sehr starke, also ist eine sehr starke Laner, ne? Also es könnte Ja. sehr gut sein, dass du Top keine Pry hast. Jetzt hast du so ein bisschen die Lanes analysiert. Wie willst du parten jetzt deswegen? Also eigentlich gucke ich immer als erstes, was für ein Objective, also was für ein Drake da ist, also welcher Spawn. Okay. Das ist ein Erling, ja. Je nach, also ich priorisiere halt immer so den Wind Drake und 30 den Hextech Drake. Also wenn die spawnen, dann puffe ich eigentlich meistens von der Topside runter. Okay,
Ist schon mal sehr gut. Also, dass du schon so weit denkst, ist schon mal sehr gut. Dann schauen wir uns das mal an, so du Full clearst. Okay. Weißt du, wo Shaco ist? Nee, hat man ihn auf der Map gesehen gerade? Ich habe da nicht Nee. getroffen. Nee, Aber nee, hat man nicht. ich gehe immer ganz stark drauf. Also in der Elo muss man halt immer sagen, die meistens fangen halt immer an, wo die Botzeit ist, ne? Also das Weil sie dort einen Doppelpull heißt. bekommen oder warum? Bitte? Weil sie dort einen Doppelpull bekommen? Ja, genau. Okay. Gut, dann wo ist er jetzt gerade? Na, höchstwahrscheinlich bei seinen Wolves. Ja, könnte, also wäre eine gute Einschätzung gewesen, ist jetzt auf jeden Oder Fall nicht er so. gankt halt. Scheiße. Genau, okay. Aber ne, das ist ja, also. Okay, folgendes. Gegen Shaco ist es sehr gut, wenn du rausfindest, was er macht, eben weil seine Level 3 Gänge so stark sind. Jetzt in dem Fall, also ist es nicht deine Aufgabe, sondern eigentlich eine Aufgabe von deinem Mitspieler. Am besten wäre es dein Midlaner, einfach diese Raptoren hier zu warden, Level 1, ne? Das würde dir sehr viel Information geben. Ich glaube, in dem Fall hat er sogar Sweeper, sogar es kann, also es hätte sogar sein können, dass es gar nicht funktioniert. Aber generell, Raptoren Ward erzählt ja basically die ganze Geschichte, ne? Was er macht. Und ja, wäre vielleicht möglich gewesen, dann deine Botlane dadurch zu retten. So. Da hat er mir Okay. den Blue geklaut. Ja gut, ist ja egal. Ist auf Naja, jeden Kill. denke. Du gehst sogar Doppel-Q. Ja, aber das habe ich bei dir halt abgeguckt. Das hast du bei mir Also, abgeschaut. ja, meistens mache ich das aber halt nur, wenn ich der Meinung bin, dass ich halt nicht invaded werde. Wenn ich der Meinung bin, dass ich invaded werde, dann gehe ich halt eh. Kann ich mal kurz schauen, wann du Als das Feld. gemacht hast? Aber ich dachte, ich habe damit bei dem Schako halt nicht gerechnet, dass er mich da invadet, muss ich ehrlich sagen. Okay, fair enough. Es ist ein bisschen greedy, Doppel-Q zu gehen. Aber also es lohnt sich meistens. Das also finde ich gut, actually, eigentlich. Also finde ich richtig gut. Ich sehe, du hast meine VOD analysiert. Also das sehe ich da, du machst genau das, was ich das war. Da finde ich gut. Genau, du hast hier den Das Schild ist gekillt. halt mein Vorbild, ne? Ja, finde ich cool. So, jetzt kriegst du. Das ist auch gut. Krabbe, so. Okay. Nach der Krabbe. Wir schauen Botlane. Ja, also East Wave State. ein Dive wäre möglich, wenn sie die Wave schnell pushen. Aha. Ansonsten würde ich sagen, schneller Reset so. Ich weiß aber nicht mehr, was ich gemacht habe von beiden. Wie ist Mitte? Mitte wäre auch gankable. Ich glaube, Wäre ich habe es? ich glaub, ich hab Mitte gegankt. Ja, Wär, ich war aber da. wäre es wirklich? Also schau dir das mal an. Ist Mitte gankable? Wie ist denn die Wave State? Erzähl mal, wie ist Also, die Wave State? die Wave ist halt even, Genau, die ist ne? even, die ist, ich glaube, dass sie ist ein bisschen am Pushbecken, weil die wird nicht in der Mitte crashen, sondern halt ein bisschen weiter vorne, vor allem wegen TF. Ja, Aber so im also Großen und Ganzen passiert hier jetzt erstmal nichts, an ne? sich wäre es halt ein Coinflip-Gank, ne? Ich glaube, war auch ein Coinflip-Gank. Genau, aber also an sich ist sie ganz links von der Seite. Also die meisten Zoes spielen Nimbus Clog auch. Das kannst du sehen, indem du auf Tab drückst und schaust, ob sie Sorcery hat. Die hat tatsächlich diesmal kein Nimbus Clog, aber Nimbus Clog reicht basically, dass sie einfach dich ignitet und dann ist sie raus, ne? Ja. Okay. Ich bin da geflasht wie ein Affe, ne? Ach ja. Okay. Jetzt stell dir mal vor, du kannst das doch ganken. Ich sag dir, du kannst es ganken. Wie solltest du das spielen? Vielleicht in Spinform rangehen Nee. und dann nicht? Nee. Du hast eine Kondition, auf der du gankst. Ja, Du dann hast ein Twisted müsste. Fate, Ja, spiel klar, Ignite. dann müsste ich seine goldene Karte abwarten, eventuell. Genau, also du musst hier, also die einzige Möglichkeit, sie zu killen, ist tatsächlich, er in 5 Sekunden entweder Flash Ja, oder Ghosted an sich ran und mein stunt sie. Und daraufhin kannst du versuchen, Flash dann auf seinen Stun zu verloren. Das ist die einzige Möglichkeit. Das hier. Also ist halt einfach nur, also ganz ehrlich, sie kann es dodgen, aber Ja. selbst wenn sie es nicht dodgt, dann flasht sie es halt an. Es ist einfach nur Flash Trade und mehr nicht. Ja. Ne? Und dann ist es auch wieder nicht gut, dann verschwindet es eigentlich nur Zeit. Ja. Okay, so. Wie ist Bot State? Ja, Bot pusht rein.
An sich, ja, würde ich jetzt Base gehen. Gut. Richtig. Ich hoffe, ich mach's auch. Nein, ich gehe für den Gank, glaube ich. Scheiße. Also, ich glaube, am allerbesten wäre es gewesen, wenn du hier nach schon basest. Nach direkt instant nach der Kabel. Das ist vor einer Minute, nicht vor einer Minute, aber vor so 40 Sekunden. Dass du jetzt hier nochmal nach unten gehst, finde ich nicht gut. Aber ich glaube, wenn du schon hier bist, solltest du. Warte mal, weißt du, dass die Golems gleich abkommen? Die Enemy Golems, oder? Genau. Ja, das hatte ich auf der Karte, ja. Okay. Wann kannst du das Botlane diven? Wenn die Wave drin ist. Wie lange dauert das? Ein bisschen zu lange. Nee, nee, wie lange? Gib mir die Sekundenanzahl. Uff, ich würde sagen, wenn sie die schnell pushen, 15 bis 20 Sekunden. Wie lange brauchst du für Golems? Und ja, 10 Sekunden ungefähr. 10, Wahrscheinlich ein 20. bisschen länger, auch Ja, 15 bis noch. 20. Ja, okay. Siehst du, was du machen sollst? Ja, erstmal Golems und dann rein. Ja. Genau. Also ich hatte gesagt, hier hättest du wahrscheinlich einfach basen sollen. Nach dem Gank hättest du wahrscheinlich basen sollen. Jetzt, da du aber tatsächlich jetzt unten bist, solltest du dich nicht einfach zeigen, sondern einfach, also wirklich warten, bis die crasht, die Wave, und dann erst diven. Weil Aber, Ganken gibt's hier nicht, ne? also an dem Ich Punkt, glaube, hätte das ich funktioniert. wollte Base gehen, aber mein ADC ist ja so reingedasht, ne? Und dachte ich so, scheiße, wenn der jetzt stirbt, dann ist deren Lane over, deswegen bin ich da, glaube ich, dann noch committed. Okay, aber das ist also, du solltest. Ja, das ist halt der falsche Ansatz. Ne? Du solltest nicht denken, oh, der hat das und das gemacht, deswegen muss ich das und das machen, sondern du analysierst, wie ist die Wave State. Ne, also, das ist ein relativ saftiger Slow Push in die Gegner rein. Ne? Also, ein Ken-Minion und eine extra Wave, die gerade am Kommen ist. Du bist eine Elise. Wo ist Shaco? Na, da wird jetzt höchstwahrscheinlich bei seinen Topside sein. Höchstwahrscheinlich. Schau dir das mal gerade an, was passiert ist. Nachdem du mit warst. Oh shit. Der hat ihn gekillt und ist Ach. danach links rausgegangen. Ja, also ist er aber auf der Wo ist Topside. Shaco? Er ist Topside. So, das heißt, hast du 20 Sekunden Zeit hier zu warten und währenddessen die Golems zu machen. Ja, definitiv. Perfekt. Also siehst du, was du machen sollst? Ja. Golems into Dive, ne? Die haben auch keine Summoners, also ist alles easy peasy. Natürlich, also, natürlich, wenn jetzt der alte Mann, der Duschen, ihr beim Pushen verkackt und schon stirbt, dann hast du wahrscheinlich nichts mehr zu spielen. Dann hast du einfach legit gerade eine Minute verschwendet. Ja. Aber dann ist es halt so. Dann hat dann AD Carry dich geintet in dem Fall. Aber auf jeden Fall solltest du probieren, für diesen Dive zu spielen. So, und ich glaube, das ist dann auch das, was passiert. Ja, ihr crasht die Wave nicht, ihr probiert den Dive nicht. Und jetzt ist auch für dich, hast du sehr viel Ja. Zeit verschwendet. Ihr habt keinen Dive hinbekommen. Nicht so gut. So. Okay, aus der Base hast du Sorcus gekauft. Okay, eine Sache für Elise, falls du es nicht wusstest. Du läufst hier gerade als Human rum. Du kriegst 25 Movement Speed, wenn du als Spinne rumläufst. Ach ja, okay, das habe ich Das nicht heißt, immer als gelesen. Spinne rumlaufen. Ja, das ist also, das musst du wissen. So, warum läufst du direkt nach unten? Weil ich für den Drake spielen wollte jetzt. Instant. Nee, nicht, ich glaube nicht, nee, also nicht instant. Sondern? Vielleicht nochmal für ein, also jetzt, wo ich wehe, würde ich es anders machen, als ich es wahrscheinlich gemacht habe. Wie Ich denn? würde vielleicht erstmal versuchen, also erstmal würde ich meine Wolves nehmen. Was mit deinen Chickens, deinen Golems? Ja. Ja, was mit denen? Ich, ja, das wäre der schlauere Ansatz gewesen, hätte ich top angefangen wieder. Also, guck mal. Du hast dich hier unten gezeigt, während Ja. deine Camps ab sind. Du weißt, Shaco ist Topside. Ja? Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Dinger hier weg sind, je höher du kommst, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit sein, okay? Ja. Also, Shaco ist natürlich in einer Situation, warte mal, muss ich jetzt Basen und Botlane rennen, um den Dive zu verhindern?
Oder passiert kein Dive und ich kann jetzt hier die Camps nehmen. In der Situation ist der Shaco. So, und der Dive ist nicht passiert. Und also er kann einfach da, sich dafür entscheiden, ey, ich habe einfach die Camps genommen. So, das heißt, wenn du mir sagst, du gehst jetzt Botside, weil du denkst, dass Shaco die Camps genommen hat Ach nee, also und du skippst die komplett. jetzt weiß ich, was mein Gedankengang gestern war. Also, das ist ja, also die Leute spielen relativ viel für die Void Grubs. Und ich wusste, also eigentlich zu 80% gehen die halt immer direkt Level 4, Minute 5 für die Void Grubs. Ja. Und da war mein Gedankengang halt, okay, wenn er jetzt zu den Voids geht, dann gehe ich besser zum Drake. Und dann kann ich vielleicht nach dem Drake halt entweder vielleicht nochmal Bot oder mitganken oder halt Counter-Jungle aus seiner Red-Side. Okay, wie schnell machst du den Dragon? Ja, Solo ziemlich langsam, als er lief. Ziemlich sehr langsam, ne? Also wirklich sehr langsam als irgendwie. Siehst du da andere Optionen außer den Dragon? Ja, ansonsten nochmal für den, vielleicht nochmal versuchen, die Bot-Zeit zu ganken. Oder halt Counter-Jungle. Das wäre halt so meine Option, die Okay, ich so, du siehst sehe. ihn jetzt. Ne, du siehst ihn jetzt. Jetzt weißt du, was er gemacht hat, oder? Ja, hat meine Red-Side wahrscheinlich. Ne, warte mal. Er ist Level 4. Ne, Also, guck er ist mal, auch instant weggegangen. diesen Base hatte er, nachdem er hier gestorben ist bei deinem Blue Buff. Das heißt, er ist seitdem noch nicht gerecalled. Ja. Das heißt, seitdem war er die ganze Zeit Topside. Dann hat er halt meine Red Okay? Side genommen. Genau. Das heißt für dich, du weißt, welche Camps sind ab. Auf meiner Red Side nicht mehr, nichts mehr. Genau, und wo ist was ab? Auf seiner Red Side. Genau. Das heißt, du hast jetzt gerade die Option. Nimmst du das Camp? Bei Golems muss man nochmal gucken. Oder gehst du jetzt Instant für Dragon? Ne? Das ist deine Option. Ja. Was solltest du nehmen? Ja, um effizient zu sein, würde ich sagen, seine Red Side. Also ich würde auch sagen, seine Red Side. Und der Grund dafür ist tatsächlich, weil du Elise bist und Dragon einfach nicht so schnell machst. Wenn ich jetzt eine Shyvana wäre oder ein Viego oder keine Ahnung, Vi, ich glaube, er macht sie auch schnell, dann würde ich tatsächlich, glaube ich, wahrscheinlich einfach Dragon schnell one-shotten. Aber was ist denn mit seiner, also deren Botlane ist er jetzt auch, die sehe ich ja nicht mehr. Und wenn ich in seine Red Genau. Side gehe, dann ist ja das Problem, wenn die das Genau. mitkriegen. Abhängig davon, wo seine Botlane ist, kannst du wahrscheinlich nur Raptoren machen. Da hast du nämlich vollkommen recht. Es kann sehr gut sein, dass es defended wird. Weißt du, wo die Botlane von denen ist? Ja, die war jetzt gerade Base. Die ist jetzt gerade Das frisch hier, heißt, ne? das, ja. Das heißt, bis du hier dran kommst, also die Raptoren wirst du ziemlich sicher for free haben. Aber die sind also sogar gerade noch nicht da. Die gehen jetzt erst Base. Also die Raptoren sind garantiert deine. Ja. Außer, ich meine, die Zoe kann vielleicht sogar noch was sagen. Aber ja, wenn das dann passiert, dann ist es auch mit Diff. Genau, also Raptoren solltest du, glaube ich, zumindest nehmen und danach kannst du den Drag anfangen. An sich, wie ist Botlane-Situation? Kann deine Botlane früher da sein als die Gegner schon? Ja, das auf jeden Definitiv. Fall. Genau, die könnten eigentlich, also zumindest die Nami kann instant kommen, aber ja. Macht Sinn. Genau, also wäre natürlich gut gewesen für dich. Aber schau mal kurz, wie lange hast du gebraucht für den Dragon? Oh, 15. 25 bis. Das war er. Bis 5. Gut, Also ja. glatte 40, ne? Glatte Ja. 40 Sekunden. Ist schon langsam. Das geht, by the way, schneller, wenn du AP hast, also statt Zorgwut. Aber ich glaube, also Zorgwut Rush auf Elise ist auf jeden Fall nicht so bad. Okay, so, jetzt gehst du natürlich direkt Botlane. Ist dir bewusst, dass aktuell die Camps immer noch da sind? Ja. Okay. Wie sieht Mitte aus? Na, Mitte ist ist aber reingepusht. Wäre an sich gankable, weil er AD spielt, also. Okay. Glaubst du tatsächlich, dass du sie killen kannst? Wenn du jetzt hier Nee, pushst? das nicht. Dafür haben wir auf jeden Fall zu wenig Damage, ja. Richtig, würde ich auch sagen. Also vor allem, sie hat auch noch Summoners ab. Ich glaube, ihr könnt Maximum Summoners bekommen. Solltest du mit sie ganken? Nee, lohnt sich, also bei Zoe lohnt sich das halt meistens eh nicht so. Da sind die Okay. Summoners auch egal. Gut. Stattdessen hast du jetzt den Ward geklärt und gehst jetzt wieder jungeln. Okay. Gehst doch nicht jungeln.
Was machst du gerade? Warum läufst du hin und her? Ich weiß es nicht mehr. Ich Okay, glaube, wie ist achso, Botlane-State? doch, ich glaube, weil die Botlane halt, also weil die Nami so aggressiv stand. Und dann dachte ich so, bevor die jetzt hier wieder einen Fight flippen, Okay. Wir machen helfe es sehr simpel. Wie ist die Botlane-Wave-State? ich dir. Die Wir ist schauen halt. nur auf die Wave-State. Die pusht halt rein jetzt. Die Slow-Pusht. Kann Ja. man einen Lane ganken, die so reingepusht wird? Eigentlich nicht, ne? Warum? Na, weil sie eigentlich weiter hinten stehen müssten jetzt. Die gegnerische Botlane kann legit einfach warten am Turret. Ja. Und die verlieren ein paar Minions. Die verlieren nicht viele. Das ist free. Die können jetzt defensiv spielen umsonst. Deswegen gankt man so eine Lane nicht. Normalerweise. So, natürlich kann es jetzt sein, dass sie probieren, in so eine Wave reinzufighten oder so eine Wave zu contesten und dann wiederum kann zu ganken. So, aber allgemein, wenn du es hier sehr einfach machen möchtest, weil diese Wave in sie reinpusht, ist es kein Gank-Opportunity, sondern eine andere Opportunity. Welche Opportunity? Ja, zu Counter-Jungle, ne? Das ist nicht, worauf ich hinaus wollte. Jetzt, also sagen wir, du willst Botlane killen. Ach so. Ja, dann auf den Dive warten. Genau. So, aber du hast richtig gesagt, das Stichwort warten. Das heißt, es ist noch nicht jetzt, sondern erst irgendwie in wie viele Sekunden? Ja, 20 Sekunden ungefähr. Ja, 20 Sekunden. Das heißt, Effizienz ist auf jeden Fall nicht auf deiner Seite aktuell, wenn du jetzt hier einfach was. Also wenn du unbedingt Botlane killen wollen würdest, ist Effizienz gerade nicht auf deiner Seite. Du würdest hier 20 Sekunden rumstehen müssen, vielleicht bis zu den Golems laufen und dann erst, aber ja. Das ist vielleicht die einzige Option, die du hättest, ne? Wirklich Golems machen, weil diese stehen da wirklich immer noch. Und dann erst Bot ganken. Das wäre deine einzige Option. Ja. Aber nicht direkt Botlane ganken. Das ist nicht die Option, weil das ist einfach nur Zeitverschwendung. Du siehst, die sind einfach am Ja, Zurücklaufen. Die ich droppen sehe das kaum Minions. Die ja. traden gut. Das ist für die einfach ein Blessing gerade. Ja, das war halt Waste of Time. Danach war ich, glaube ich, auch tilted. Aber es war halt auch ein Bad Move von mir, ne? Das ist tatsächlich deine Schuld, ne? Ich Ja. hoffe, du siehst es. Ja, Weil ich sehe das. wenn du hier durchläufst mit einem Sweeper und dann die Golems anfängst, währenddessen deine Botlane die Wave reinpusht, die sterben unterm Turret. 100 Ja. Pro. Also wirklich sehr einfach. Ist nicht hart. Aber okay, so, schauen wir weiter. Okay, du machst es ruhig hier. Gut. Und gehst direkt basen. Okay. Okay. Also aus der Base. Machst du Blue Buff? Okay. Botlane muss die Wave reinpushen. Wird gegankt. Du Flash ist den Shaco. Ja. Ach, Mann, wenn ich das so sehe, schlimm. Also ganz ehrlich, reinflashen ist in Ordnung. Ich glaube, E nutzen ist einfach nicht okay. Also ich glaube, du sollst wahrscheinlich deine E saven. Weil die mattert aktuell nicht. Ja, du hast gekillt. Ich glaube, sie werden gecleanupt. Also war jetzt natürlich mechanisch ist nicht so gut. Also deswegen habe ich auch gesagt, ich finde Shaco nicht so geil als Elise, weil du kannst ihn eigentlich nicht so einfach killen, ne? So Ja, gegen ich Golems hätte dann auch, kannst du ihn glaube nicht ich, killen. hätte ich, wenn auf die Lulu machen müssen, glaube ich, wäre besser gewesen. Ja gut, macht aber auch keinen großen Unterschied, ne? Also im besten Fall standst du entweder AD Carry oder halt Jungler, aber in beiden Fällen, der kann ulten, die kann Spell shielden. Ist schwierig. Deswegen hätte ich eigentlich gesagt, eh halten für später, aber ja. War okay. Also hättest du mechanisch besser spielen müssen, wahrscheinlich langsamer spielen müssen. Aber im Großen und Ganzen kannst du nicht viel machen. Aber war okay. So. Was jetzt nicht okay ist, du läufst aus der Base direkt zu den Grubs. Warum? Einfach weil du unbedingt Grubs nicht geben willst? Ja, weil das Ding ist, die können das eigentlich nicht so nutzen. Das war, also das, daran habe ich halt schon gedacht, ne? Also weil die haben jetzt keinen Champion, der gut Split pusht oder so. Du denkst auch schon, das ist glaube ich ein Fehler, so zu denken.
Okay. Der, also, du kannst Objectives nehmen, wenn du Objectives nehmen kannst. Okay? Und du kannst Objectives nicht nehmen, wenn du sie nicht nehmen kannst. Das heißt, zu denken, oh, es ist aber so schlimm, wenn sie jetzt haben, das ist ein Fehler, weil das wird dich emotional, das wird deine Entscheidung emotional beeinflussen. Okay? So, die Frage, die du dir stattdessen stellen musst, wie ist Top State? Wo ist der Gegner Top Laner? Wo ist mein Top Laner? Wie ist Mid State? Wo ist mein Mid Laner? Wo ist Gegner Mid Laner? Wo ist Support? Das sind die Fragen, die tatsächlich wichtig sind. Weil aufgrund dessen kannst du dann hier was machen oder halt nicht. So, und jetzt analysieren wir das mal. Wo ist Gegner Supporter? Tot. Jungler, auch tot. Du bist auch gestorben. Ich glaube, Nami ist auch gestorben. So. Das heißt, wenn du jetzt hier bist, am Grub, wer kann Ja. auch noch da sein? Also die Lulu kann da sein. Genau. Wer noch? Der Shaco. Genau, wer noch? Und ja, die Silver, ne? Die Also, Sivir. ja, Ja, gut, also wer, also ja gut, die Sivir wird wahrscheinlich auf wer, den Laner ja, wollen, ne? also Aber deswegen, aber also jetzt sieht man sie nicht, wäre halt dumm, wenn sie kommt, aber ansonsten die Zoe, ne? Weil sie hat halt Push dann. genau. Und was mit Top? Was mit Akali? Die eher nicht, weil die ist zu low. Aber sie könnte rein theoretisch auch moven. Also sie hat, ich meine, genau, sie hat nach der Canwave hat sie tatsächlich ein kleines Move-Fenster, aber natürlich hast du recht, sie will eigentlich basen. So, das wiederum ist okay. Wenn du das siehst, sie wollte eine Canwave auspushen, hat alle ihre Spells benutzt, du kannst sie actually hier davon abhalten. Das finde ich in Ordnung. Das ist actually fine. Wie sollst du sie killen? Iran. Mit Also, Repel oder mit Stun? ich dachte zuerst halt W machen, um vielleicht einen Spell zu, also ihren E zu rauszulocken. Ja. Hat sie dann nicht gemacht. Ansonsten wäre am besten gewesen in Spinform E ran und dann einfach Genau, Q, W. aber auch nur, weil sie ihre E und W raus hat, ne? Ja. Genau, weil ansonsten, also genau, das ist richtig, gut. Weil du hast gerade gemerkt, das war einfach sehr viel Zeit, die du ihr gegeben hast. Ja. Wenn du einfach ran repelst, das musst du dann auch schon früher machen, damit du auch wieder zurückdrehen kannst, also direkt auf Human Form drin. Du wärst jetzt drauf E, hättest Auto, also vielleicht ein Outtake draufgekommen, aber auf jeden Fall ein Q und dann hättest du zurückgeswappt, hättest das Q Outtake, hätte schon gereicht, ne? Ja. So, genau. Jetzt, nachdem du sie killst, wo ist Shaco? Der wird höchstwahrscheinlich jetzt bei den Grubs sein, würde ich sagen. Genau, der kann schon da dran sein. Die Lulu Gut. sehen wir wieder Die Botlane. Lulu siehst du. Das heißt, das heißt, die Die einzige einzigen, die Person Lulu. Ja, ist ist Shaco. tatsächlich. Genau, Shaco mit wahrscheinlich mit Move gleich. Aber das weißt du auch noch nicht, weil es kann sein, dass du TF4 Prio bekommst. Genau. So, TF bekommt Prio. Okay, so, das allererste, was du hier machst, ist, du facecheckst erstmal den Busch, was schon mal ein bisschen gefährlich ist. Weil der Shaco hätte auch hier drin sein können, ne? Weil also ein guter Spieler wird sagen, ey, warte mal, der wird sich doch jetzt gleich an den Camps hochhealen gehen wollen. In dem Fall kommt er nicht. So, du siehst ihn sogar hier in Mitte. Okay. Sind Grubs contestable? Ja, würde ich sagen. Top ist da. Obwohl, ne, Top ist da. Mitte läuft aber weg und ist Half-Life. Mitte ist Half-Life. Du bist Ich bin Half-Life. Half-Life, Shaco war Mitte Full-Life. wird Cryo bekommen. Wo ist Akali? Ja, Akali ist gerade nicht zu sehen. Wo ist die? Aber die wird wahrscheinlich wieder zu Top-Lane moven oder halt auch zu den Grubs. Genau, also sie Aber. wird ziemlich sicher. Problem, wo genau ist sie? Kannst du mir das sagen? Vielleicht beim T2 Turret jetzt? Ja, es ist actually, glaube ich. Ah! Oh, noch Base, okay. Ist FK, wo Okay, ist aber die? die ist. Genau, aber sie, also sie wäre hier irgendwo gewesen Ja. zwischen T2 und T3. Also die ist auch auf dem Weg. Die muss aber tatsächlich die Wave catchen. Also die Argumentation dafür gewesen wäre einfach, ja, dein Toplaner kann jetzt einfach moven zu den Grubs. Und obwohl du und TF Half-Life seid, in der Theorie hätte man das schon contesten können. So. Stattdessen ist Folgendes passiert. Schauen wir uns das an. Okay, dein Mutter wurde gebabbelt, die ist reingeflasht. Und das sieht so aus, als wenn du jetzt hier. Okay, du hast überlebt.
Das war Okay. Was ist dein Fehler? Also neben Stun müssen, obviously, was ist dein Fehler? aus dem Busch rauszugehen. Okay, das ist. Okay, ja, das ist tatsächlich ein großer Fehler. Aber tatsächlich, was du machen könntest, ist QQ, ne? Ja. Einfach QQ, das hat eine halbe Sekunde Cast-Time insgesamt. Das kann er nicht reagieren. Also du hättest aber natürlich auch mit Stun anfangen können. Also den Stun kennen, das ist schon eigentlich einfach. Ja gut. Der ist unlucky. Also das sind mechanische Sachen, die musst du für dich selbst fixen. Da kann ich eigentlich nicht so viel helfen. Ja, das war gestern das letzte Game, was ich gespielt habe. Das war um 6 Uhr morgens oder so. Es war um 6 Uhr morgens. Ja. Warum war das um 6 Uhr morgens? Ja, weil ich noch ein paar Games machen wollte, damit ich nicht zu wenig Games nachzuweisen habe für dich. Ich habe das Wochenende Okay, halt nicht und aber geschafft, so viel zu spielen, deswegen. wollen wir uns ein anderes Game anschauen, wo du fitter bist? Nee, also. Ist ja trotzdem, ich mache ja trotzdem viele Fehler da Natürlich, und ja, aber. ich war jetzt nicht komplett am Arsch, aber ich war schon halt da, das war das sechste Game, glaube ich, nach Full Focus so. Aber ja, es ändert ja trotzdem nichts daran, dass also ich mache es ja trotzdem öfter, sonst würde ich ja nicht Emerald 1 sein so. Okay, gut. Was ist hier? Was machst du gerade? Also, ich muss dir kurz mal zuerst eine Frage stellen. Ist dir bewusst, dass Grubs noch ab sind? Ja, aber die Minute 14 spawnt der Herald Mhm. und in dem Moment habe ich, glaube ich, nicht mehr so viel Wert drauf gelegt auf die Void Grubs. Ich glaube, Okay, gut. ja. Also, es muss dir aber bewusst sein, ey, ja, die also können das jetzt eigentlich, wann immer sie wollen, jetzt nehmen. Ja. Das muss eine aktive Entscheidung sein, dass du sie abgibst. Okay, der Dragon ist jetzt ab. Und du läufst jetzt gerade zum Tribush von den Gegnern. Warum? Warum nicht direkt zum Dragon? Also wir haben da Ich ja kann Vision. mal kurz zurückspulen. Ich kann mal kurz zurückspulen, was passiert ist. So, ich glaube, die Zoe war tot von dir? Nee, stopp. Nee, die Zoe hat überlebt. Shaco hat dich gekillt. Ihr habt Shaco gekillt. Du hast Advantage kurz, ne? Also Tempo Advantage. Mitte kriegt Push. Botlane kriegt Push. So. Jetzt aktuell. An sich direkt Drake, ne? Ja. Genau, und was noch? Und dann vielleicht für einen Bot Dive. Nee, Ne, nee, die nee, Name nee. gibt es. Ne, dann nicht. Tatsächlich musst du gerade Dynamik davon abhalten zu basen. Weil das ist ein großer Fehler. Ich glaube, habe ich aber nicht gemacht. Genau, also sowas, das ist Aber so ein. muss man auch sagen, das juckt die in der Elo halt auch nicht, ne? Wenn du die jetzt voll pingst, dann. Natürlich, natürlich. Also, es wird, ich glaube, 7 von 10 Fällen, wenn die sagen, okay, whatever, was willst du eigentlich von mir? Werden die nicht verstehen. Aber in einigen Fällen, und je höher du kommst, wird es halt auch passieren, so, du willst gerade den Dragon machen und das checkt sie gerade gar nicht. Und ich glaube, wenn sie das verstehen würde, dann würde sie wahrscheinlich auch hoffentlich bleiben. Und dann air spacen. Ist das ein Free Dragon? Nee, Free würde ich jetzt nicht sagen, ne. Weil Shacom müsste auch schon da, also auf dem Weg Okay, sein. was sind die Argumente dafür? Die Argumente dafür sind, dass Mitte Push hat und Bot Push hat halt, ne? Genau. Das heißt, aktuell können, und also theoretisch halt Nami auch, 4 Leute legit alle 4 auf den Dragon draufhauen. Ja. Okay, und ihr all, also alle 4 von euch haben ungefähr 10 Sekunden Tempo gegenüber den Gegnern, ne? Weil also in 10 Sekunden spätestens können die erst dazukommen. Und 10 Sekunden 4 Leute sind eigentlich genug, dass man tatsächlich den Dragon hat. So. Okay. Was passiert stattdessen? Oh. Der TF fängt an und ich gehe für den Botgang. Der Aha. Lucian Wer fightet das und ich trollt? gehe. Wer trollt? Ja, ich und der Lucian, ne? Richtig. Hm. Das ist also sehr beeindruckend, dass der für den Dragon anfängt, weil das ist komplett richtig. Oh. Ich bin mir auch sicher, der ist ein bisschen sauer auf euch. Ja, bestimmt. Also tatsächlich zu Recht, ne? Weil ihr hättet den Dragon anfangen können. Also schau dir das mal hier an auf der Map.
Achso, das habe ich gar nicht, also das habe ich zu spät gesehen. Du hast ein Camp gemacht, ne? Das hättest du wahrscheinlich skippen sollen, weil du hattest Tempo Advantage gegenüber Sheiko. Ne? Das heißt, also wenn du jetzt hier drauf haust, der hier drauf haut, du schon hier drauf haut. Nami muss auch stayen, ne? Weil sonst habt ihr einen 4 gegen 3. Das ist dann natürlich blöd. Ihr seid alle zusammen gegroupt und dann können die Gegner mal gucken, wie sie contesten, ne? No. Weil es ist, ihr seid alle zusammen, da muss halt einer von denen rein, es ist sehr schwer zu contesten. Okay. So. Dann, ihr seid nicht gestorben, Dragon ist weg. Die Farms jetzt von oben. Okay, so basic, das ist eigentlich ein ziemlich random Fight. Wir können es aber kurz anschauen. So, du siehst, Akali ist von oben runter gemoved. Mhm. Mit Portals. Dein Jace ist auch da. Dein TF ist gerade gebased, läuft aus der Base Mitte. Was denkst du dir hier gerade? Wolltest du einfach nach dem Stun schauen? Ich wollte nach dem Stun schauen, ja. Was wäre passiert, wenn du einen Stun triffst? Ich weiß nicht, ob ich reingegangen wäre, aber ich glaube, ich wäre nicht reingegangen. Ich habe die ja gesehen, also ich habe das ganze Team gesehen und ich habe nur Jace an der Seite, genau, also ich wäre nicht reingegangen. Das ganze Team ist hinten dran, also in der Theorie darf sie eh nicht rein. Lulu steht auch hinten dran, hat Sachen ab, also ja. Wahrscheinlich wäre es eh kein Kill gewesen, ne? Also aktuell musst du bewusst sein, ihr seid einfach in Unterzahl und du kannst dich eigentlich kannst du dich glücklich schätzen, dass du überhaupt diese Camps farmen darfst. Ja. Das ist eigentlich gar nicht erlaubt. Okay, was solltet ihr stattdessen als Team machen? Die Lanes auspushen, würde ich sagen. Also Botlane auspushen, Toplane auspushen, ja, und also dann vielleicht. Botlane ist erstmal eine Wave am Pyrrhic. Das heißt, da könnt ihr überhaupt nichts auspushen. Da sind auch 4 Leute. Ja. Stattdessen? Dann ja, Toplane, Midlane pushen. Genau. Und was solltest du machen? Also am besten geht jetzt duschen Toplane, push diese Wave. Ne, geht danach entweder in River. Wenn die Gegner auch so schlau sind und auch top gehen. Wenn sie das nicht machen, nimmt er den Turret. Ja, ich würde für den Herald dann. Genau, also du solltest natürlich zuerst, also probieren, ja, ja, wenn sie den geben, dann nimmst du den. Ich weiß gerade nicht, du hast sogar einen Lichbane-Base, ne? Ich glaube, ja. Genau, du hast einen Lichbane-Base, dann würdest du Base gehen und aus der Base dann auch zur Top-Zeit gehen. Ja. Und dann, wenn der Herald free ist, ne? Dann auch machen. Sieht aktuell sehr free aus. Genau. Und stattdessen gehst du aber für einen Catch, was halt, also du darfst halt, das ist nicht dein Zug. Mhm. Okay? Weil aktuell sind die Gegner am Zug. Dein Team ist in der Base und jetzt müsst ihr einen Zug machen. Natürlich ist es tatsächlich falsch, einfach Botlane zu gehen. Wenn einer schon Botlane ist. Das wiederum hätte so theoretisch auch sehen können. Und dann sagen, yo, guys, aber Toplane. Mhm. Ja. Okay, so aus der Base gehst du Toplane, direkt defenden. Ja, da hat der Jace mich getrollt. Weil du die Wave genommen hast. Die Wave wäre ja sowieso am Tor gestorben, ne? So, und einer war ja schon top, er hätte... Nee. Na gut, vielleicht habe ich ihn auch getrollt. Ja, also ich meine, die erste Wave auf jeden Fall, die zweite Wave hättest du nicht nehmen müssen. Also ist schon richtig. Also aber ich, also ich glaube, mein Ansatz war eh, weil der Typ hat mich schon ein, zwei Mal in dem Game getrollt und so. Auch geflamed und der hat mich auch geflamed. Und ja. Da war mein Gedanke denn. Ja, gut, ne? Ja. Ich würde aber auch sagen, an dem Punkt, glaube ich, kommen wir nächsten. Sobald das passiert. Ja. Schauen wir uns ein anderes Game an. Also ich weiß, dass... Also oder gab es hier noch irgendwas Wichtiges? Ja, hier gab es noch... Also ich weiß, wir hatten ein gutes Comeback und zum Ende hin gab es dann eine Situation, dass ich auf der Topside war und mein Team sich catchen lassen hat. Und ansonsten hätten die das nicht gemacht, hätten wir das eigentlich gewonnen. Weil wir haben, glaube ich, 2 Nashs bekommen oder so. Ich schaue es mal an. Also bekommt Nash. Ich sehe, du wirst hier gecatcht wahrscheinlich. Ne? Jetzt unabhängig von den Champions... Welche Türme sind für euch interessant? Interessant natürlich die beiden Sideline-Turrets, ne? Die beiden? Also,
An sich ist Mitte immer interessanter, weil dann kann man besser im Jungle, im Gegner-Jungle etwas machen, halt, ne? Wie kriegt man eine Mitte-Turret hier in dem Game? Jetzt in dem Game spezifisch, weil die haben eine Sivir. Wie kriegt man den? Keine Ahnung. Ihr könnt nicht, also ihr könnt halt nicht einfach Mitte gehen. Ne? Ja. Ihr könnt das einfach nicht, weil die, also es sind zwar Nash-Minions, aber Sivir macht die trotzdem tot. So, das heißt, ihr müsst über Sidelane spielen. Das bedeutet, zuerst muss diese Wave hier gepusht werden. Okay, das ist sehr wichtig. Gleiche gilt für Top. Und dann erst kann Jayce rotieren. Es ist das Gleiche. Also, wenn jemand defendet, okay, sagen wir Akali oder Zoe ist hier unten, dann hast du wieder eine Option. Du hast die Option 1, Dive Zoe oder Dive Akali. Option 2, rotiere den Jayce oder wer auch immer der jetzt gerade ist, in die Mitte. Und dann hast du 4 gegen 5 und dann könnt ihr vielleicht auf einer Wave diven. Okay, weil es ist nicht einfach, als Sivir eine Wave zu killen, wenn du von hinten gerade, also von zwei Leuten gegankt bist. Und das dürft ihr nur, weil einer gerade stuck hier ist. Ja. Sonst hättet ihr das nicht machen dürfen. So, und so würde man dann basically forcieren. Okay, Leute, ihr werdet entweder mehr verlieren, Botlane. Also irgendjemand muss ja jemand, also irgendwann muss ja jemand Botlane gehen und dann kannst du immer noch diese Rotation spielen. Und dann erst den Midlane-Trade knacken. Also direkt Mitte, das kannst du nur machen, wenn du die Gegner outrangest und die nicht so gut engaged haben und so Zeug. Aber jetzt in dem Game, glaube ich, müsste man über Sideline gehen. Und was du halt gemacht hast, ist, du bist zwar nicht an der Lane, also Mitte der Lane gewesen, sondern du hast probiert, direkt Mitte zu spielen. Ja? Ja. Und was dir eigentlich anders wäre, ist, also tatsächlich Camps farmen, Skull farmen und dann über Tribush Botlane gehen. Und mit dieser Wave, du willst auf der Höhe dieser Wave sein. Ja. Okay? Das ist, wenn die Wave 4 ist, willst du dafür sorgen, okay, dass dieser Busch klar ist, dass dieser Busch klar ist und halt Busch für Busch mit E und deiner W nach vorne zu steppen. Okay, warte mal. Ja, gut. Ich dachte, ich habe was übersehen. Aber nee, der hätte den Turret auf jeden Fall nehmen können. Ja. So. Und das ist euer kompletter Nash ist weg. Das ist ein Game-Losing-Play. Okay, das ist ein Game-Losing-Play und tatsächlich auch initiiert von dir. Okay. Ja. Also. Also verstehst du, warum das passieren kann überhaupt? Ja, das verstehe ich, ja. Weil, Na, weil also ich halt für die weil Mitte. Top und Genau, Bot weil. noch nicht gepusht sind, Genau. Also können die haben keinen Grund aktuell halt. Genau, die fünf haben keinen Leute Grund auf sind Sideline. dahinter. Genau, die müssen doch gar nicht Sidelane sein. Und die können, die sind, es ist denen gerade erlaubt, Mitte zu sein. Ne? Die müssen erst, in wie vielen Sekunden müssen die Sidelane sein? Ja, 40 Sekunden ungefähr, 40, 50. Ja, also die Wave, ist das wahrscheinlich weniger, sogar 30, würde ich sagen. Aber genau. Und in der Zeit, das kannst du ein Camp nehmen und dann, wenn du halt wirklich Angst hast, dass du, also dass die hier nicht, also weil was normalerweise High-Elo-Spieler machen würden, ist, oh shit, okay, die werden jetzt gleich Sideline pushen wollen. Ich trappe diesen Busch. Oder ich trappe diesen Busch. Oder ich trappe vielleicht auch schon hier oder erst hier. Ja, die würden halt irgendwo trappen. In der Hoffnung, dass jemand unvorsichtig die Büsche aggressiv reinläuft. Okay? Ja. Und ja. Du musst es halt dann probieren, Busch nach Busch zu checken. So, und dann schauen wir uns den nächsten Nash an, den ihr bekommt. Das ist. Ist das der? Nee, das ist. Den hat Blutteam bekommen. Oder hattet ihr nur diesen einen? Ihr hattet nur diesen einen, ne? Hatten wir nicht den zweiten auch? Den zweiten haben die bekommen. Okay, wir können uns gerne anschauen, warum sie den Dann bekommen war da, haben. dann hatten wir noch einen dritten, glaube ich. Oder? Nee. Nee, es gab keinen dritten. Okay, die haben den Nash einfach gemacht. Wie kann das passieren? Ja, ich hatte kein. Also, ich Du hatte warst in das der überhaupt Base, nicht. okay. Ja, ich war in der Genau, Base, ich hatte das aber überhaupt nicht im warum? Schirm. Aber warum? Warst du kurz vor dem Item? Nee. Dann War schauen wir ich uns mal an, was du gemacht hast. Also. Okay, wir müssen halt sehr, sehr, sehr weit zurückspulen, weil dieser Nash ist ja schon sehr lange ab. Okay, so, jetzt kommt Nash in 20 Sekunden.
Ihr habt gerade einen Teamfight verloren. Schauen wir uns das kurz auch nochmal an. Weil da fängt das ja an. So, die fehlen, ich glaube, 850. Ja, also 250 Gold fehlen mir. Genau, also fehlt nicht mehr so viel. Okay, so, das heißt, du möchtest auf jeden Fall die Camps farmen und dann eigentlich nochmal Base gehen für den Item, ne? Mhm. So, jetzt möchtest du eigentlich schon Base gehen. Was machst du gerade? Ich habe keine Ahnung. Kannst du gerade die Mitte sein? Nee, eigentlich nicht. Also das Ding ist, wir gucken das natürlich, wir ficken gerade ein bisschen. Aber warum nicht? Ja, weil ich überhaupt kein Cover habe und nicht sehe, wo die Gegner sind, ne? Außer die Silver. Hm. So. Wer hat denn Tempo? Das ist nämlich immer die Frage. Wer ist gerade am Zug? Die Gegner. Genau. Die sind gerade am Zug. Weil ihr müsst noch Waves rauspushen. Das und das muss noch gepusht werden. Und anscheinend muss noch einer von euch Base. Und einer ist in der Base. Also legit, du bist der Einzige, der gerade auf der Map ist. Mhm. Und ehrlich gesagt, musst du auch Base. Ne? Also du hast auch ein Item zu kaufen. Aha. Was ist das? Greedy. Ist das erlaubt? Nein. Nee, das ist nicht greedy. Du bist einfach, also das ist gerade einfach nicht erlaubt und du machst es halt, ne? Ja. Also, da hätten sie auf jeden Fall, sie hätten legit einfach Silvio Ult zünden dürfen und dich runterrennen können. No joke. Oh. Du hättest hier sterben müssen. Aber okay. So, du bist nicht gestorben. Und jetzt gehst du Botside-Camps. Ja, das. Ja. On Vision. On Vision auf Botside-Camps. Da ist sogar leider ein Board auch noch on top. Und jetzt machen sie einfach Nash. Wie hättest du das verhindern können? Gar nicht erst in meine Blue Side gehen, ne? Sondern halt auf der Top-Side bleiben. Nee. Ja, oder Vision halt aufbauen. Nee. Dann weiß ich nicht. Du machst jetzt das fertig. Okay. Du hast jetzt dein Item. Okay, du hast gerade dein Item und ein Pingboard. Du kannst jetzt aktuell Base gehen. Ja. Du hast gerade ein Fenster bekommen, ein Fenster. Weil du weißt, du kannst nicht aggressiv gehen. Also solltest du wissen. Und du kannst ein Item kaufen. Und aktuell, deine Camps spawnen noch. Das heißt, du hast sogar gerade nicht mal so viel zu farmen. Das heißt, dir wurde legit gerade ein Fenster geschenkt. Und statt es zu nutzen, verschwendest du es. Na, das ist eine Zeitverschwendung. Eigentlich hättest du sterben müssen sogar. Aber okay, sagen wir, es ist nur eine Zeitverschwendung. Und aus dem Base hättest du in der Theorie die Camps anfangen können. Okay, und sobald du siehst, dass sie zum Nash Room, würdest du sogar vielleicht noch in Time dahin kommen, okay? Ja. Und also der Fehler ist tatsächlich nicht früh zu basen. Also du bist ja auch nur zu spät, weil du erstens die Camps später machst und zweitens auch noch jetzt ein Base channelst. Ne? Ja. Also die haben dich ja sehr früh gesehen. Die haben dich hier schon gesehen. Das heißt, als du losgelaufen bist, war schon, oh wait, die geht nach unten, lass anfangen. Aber okay, so. Also ihr gebt den Nash. Oh. Okay. Was genau hast du gemacht? Okay, so, die Zoe ist tot. Ja. Okay, dein Team fightet noch mehr, das ist alles außerhalb deiner Kontrolle. Ja, das war, also ich kann mich jetzt, also ich war so halt Brain AFK in dem Game, glaube ich. Also das war auch okay, so ein Brain AFK Moment. Du siehst wahrscheinlich, worauf ich hinaus will, oder? Ja. In 20 Sekunden ist euer Game gewonnen. Wenn die, also alles, was passieren muss, ist, die beiden gehen Base. Ja, und wir gehen für Portals. Und der Dragon ist free. Ja. Und dann habt ihr das Game gewonnen. Also das ist gerade auch wieder eine Win-Condition, die du, by the way, aufgebaut hast. Das hast du sehr schön gemacht eigentlich mit den drei Dragons. Aber, du hast wahrscheinlich irgendwann einfach vergessen. Ja, ich war, ich weiß, dass ich auch tilted war. Und wenn ich tilted bin, dann spiele ich manchmal stur. Das war halt, also es war ein dummes Game auch, muss man sagen. Dann gehen wir einfach jetzt next. Ich würde sagen, dann schauen wir uns ein Game an, was nicht so spät war. Dann war es früher, also das Y-Game war das erste an dem Abend. Dann schauen wir uns das zweite an, vielleicht. Okay. Okay, so, wir haben nicht mehr so viel Zeit, also würde ich jetzt nicht mehr so detailliert machen, sondern halt nur die. Wait, ist das ein Duo, der alte Mann?
Der alte Mann, ja, das ist mein Duo-Partner. Aha, okay, das ist gut zu wissen. Ist das schlimm? Nö, das ist nicht schlimm, aber also natürlich, wenn du kommunizieren kannst. Warte, war das nicht der TF vom letzten Game? Nee, der Lucian, der ADC. Aber dann ist das ja so viel illegaler, dass du diesen Dive nicht machst. Weil du kannst ja deinem Lucian sagen, yo, push nur die Wave. Ja, wir waren ja zusammen auch in Discord, aber. Genau, also, aber das heißt, weder du noch er, also, dass er das nicht gesehen hat, war für mich offensichtlich, okay, aber dass du das nicht gesehen hast, war nicht offensichtlich. Ich dachte, dein Problem ist, yo, ich vertraue meinem Lucian nicht, dass er jetzt nicht reinintet. Ich Aber glaube, wenn du also, ihm sagen kannst, ja, Bro, push die Wave. wir haben da auch kommuniziert und ich glaube, mein Ansatz war, dass ich da eigentlich, also ich bin ja hin und her gelaufen, ich war mir ja nicht sicher. Ich wollte eigentlich nicht für den Dive gehen, weil ich wollte eigentlich für den Full, also ich wollte halt eigentlich wieder Tempo aufbauen für mich selber so. Und, aber er war halt auch schon tilted in dem Game und hat halt ein bisschen rumgemeckert. Und dann, ja, habe ich halt mich fehlleiten lassen und da Na halt gut, also mehr ich meine, wenn Spiel das offline Freunde gespielt. machen, dann ist das natürlich nochmal sehr viel schwieriger, die einfach zu ignorieren. Also genereller Rule ist immer ignorieren. Immer. Okay, weil Laner verstehen nicht, was du verstehst, dass du Tempo brauchst, um stark zu sein und was zu machen. Aber also unabhängig davon, der Dive hätte ja sogar gut sein können. Ja. Und das habt ihr beide nicht gesehen. Ihr dachtet einfach nur, irgendwann mal. Und das ist halt schlecht. Also du darfst ja keine emotionalen Entscheidungen treffen, sondern du musst immer nur Entscheidungen treffen, weil du siehst, ey, diese Wave steht gut, diese Wave steht schlecht. Oder ähnliches, ne? Also, oder ey, das ist ein Slowpush und wir können darauf diven, weil der Jungler nicht da ist. Das sind die Argumente, die du nutzen musst und nichts anderes. Also nicht, oh, er heult. Oh, er ist, keine Ahnung, er schreit nach Hilfe. Weil das sind einfach, das sind keine Argumente, ne? Das ist einfach nur, keine Ahnung, das ist einfach nur Rumgeheule. Ja. Oder was auch oft passiert ist, ey, ich wurde schon fünfmal gegankt. Das ist ja kein Argument, warum du jetzt auf einmal ganken kannst. Das ist einfach nur ein Rumgeheule. Ne? Ja. Okay, so. Schauen wir uns das einfach schnell an. Du fängst unten an. Wo ist Bria? Wo hat sie angefangen? Ja, ihre Blues halt, ne? Warum? Also jetzt sehe ich es gerade, weil die Camps halt nicht ab sind, Ja, ne? nicht cheaten. Warum weißt du es, dass die Blues angefangen haben? Das solltest du auch in-game wissen. Warum solltest du es wissen? Also erstens tippe ich halt drauf, also habe ich halt drauf getippt, Das ist actually kein Tippen, das ist ein hundertprozentiges Wissen. Es gab einen also sehr wichtigen Grund. wir hatten ja Vision da und sie hat den Vision, also den Ward da geklärt, so. Ah ne, der ist ausgelaufen. Ups. Ja. Das ist deine Ward, actually. Ja. Okay. Welche Option hat Bria? Sie fängt am Red an, macht Golems, danach habt Thorn, richtig? Das wäre eine Das wäre Option oder Option halt auch. oder Und Blues halt anfangen, genau. Bei der Option 1 würdest du sie jetzt genau sehen. ja. Du siehst sie nicht. Also können wir Option 1 ausschließen. Deswegen muss sie am Blue angefangen haben. So musst du denken, okay? Also, eigentlich solltest du als Einmanager sowas schon drauf haben. Ja, ich hab das gerade nur nicht gesehen da, den Wort. Okay, gut. So, das heißt, wo ist sie jetzt gerade? Jetzt wird sie auf dem Weg dahin sein. Oder ganken. Nee, nee, also auf welchem Camp? Welches Camp macht sie jetzt gerade, genau? Die Raptors. Die Uhr ist meine ich, die Uhr ist meine ich. So, Entschuldigung. Ah, so. Richtig. Gut. Das ist eine gute Übung, by the way. Also, in einem Game, also natürlich kannst du cheaten, indem du die Map anschaust, weil im Replay werden die Camps trotzdem angezeigt. Aber das ist eine sehr gute Übung, wenn du das machst. Also wenn du die. Mache ich, also ich muss sagen, ich mache das auch, aber jetzt gerade ist das halt so ein bisschen schwerer, das zu tracken. Ja, Wenn aber man nicht kein. im Game dabei ist, so, weißt Ja, gut. So. Jetzt scrollen wir mal kurz raus. So. Wie sieht mit der Wave aus? Also sieht even aus. Okay, da muss ich kurz ganz reinzoomen. Wie sieht mit der Wave jetzt aus? Die pusht rein.
Also zur Red Zeit. Genau. Richtig. Also deine Midlaner hat Pryo. Ja. Toplane? Toplane hat auch Pryo. Siehst du schon, oder wo soll ich sie sagen? Du weißt, nicht, sorry, Briar hat unten angefangen. Du hast Mitte Pryo, du hast Toplane Pryo. Du hast deine Botside-Camps schon geklärt. Du läufst gerade in die Topside rein. Was kannst du machen? Full klären würde ich machen. Okay, Oder? das ist eine Option. Was ist die andere Option? Die andere Option wäre, für den Counter-Jungle zu gehen. Du Also. kannst jetzt gerade invaden. Es ist ein legaler Invade. Warum? Obwohl sie da In ist? Also, obwohl sie da war, Weil sie Invade? da ist. Weil sie da ist, kannst du invaden. Aber ich bin Du noch. willst aggressiv invaden. Was? Okay, sag mal, warum kannst du nicht? Warum glaubst du, kannst du nicht? Ist sie nicht also ist sie nicht stärker im 1v1? Sagen wir, sie wäre stärker im 1v1. Wie lange brauchst du, bis dein Midlaner kommt? Sagen wir, du würdest jetzt hier lang laufen, okay? Du wirst jetzt hier. Also ein Midlaner könnte halt committen. Dein Ja. Midlaner Ja. kann jetzt bei, also kann jetzt die Wave reinpushen. Vielleicht muss er noch eine Wave rauspushen, aber und dann kommen. Okay? Ja. Er kann zuerst kommen. Dasselbe gilt für deinen Toplaner. Okay? Dasselbe. Das heißt, du kannst gar nicht collapsed werden. Weder von Mitte noch von Top. Ja. Das 1v1, selbst wenn du es nicht gewinnst, du kannst es langsam spielen. Aber guck mal, Okay, das wird. jetzt habe ich also da auf sowas habe ich noch eigentlich nicht geachtet sonst, muss ich sagen. Aber das ist ja voll ein guter Ansatz. Okay, wenn du invaded wirst, ne? Ja. Sagen wir, Libria ist jetzt hier. Was machst du dann? Ping, nach Hilfe, ne? Ja. Genau. Weil, also obviously, du hast gerade Camps auf, du hast gerade deine Cooldowns benutzt, ne? Im Worst Case musst du vielleicht sogar rausflashen, aber in so 10 Sekunden kommt dann deine Tristana oder dein Volibear und killt sie einfach, oder? Ja. Okay, jetzt reverse mal die Lanes. Du hast diesen fucking Brand. Und im Gegner steht ein bisschen Tristana. Was machst du? Du bist fucked. Der Brand kann nicht moven. Der ist low unterm Turret. Tristana ist healthy. Und hat Push und ist schon Level 3. Das heißt, die kann jetzt kommen und diese Briar dabei assistieren, dich rauszuforcen. Du kannst nichts machen, du bist einfach nur fucked. Okay? Und genau deswegen darfst du und solltest wahrscheinlich sogar auch hier invaden. Weil du ihre Camp, also, weil du die Camps kannst du vor ihrer Nase contesten, wenn sie dich fightet. Also, ich denke, du gewinnst, by the way, einfach als Elise gegen Briar. Ich glaube, du kannst gewinnen. Du solltest gewinnen. Du musst, glaube ich, halt nur ihre W stunnen, soweit ich mich erinnern kann, aber ich bin nicht 100% bei Beria. Aber selbst wenn du nicht gewinnst, du kannst einfach warten, bis dein Midlaner kommt. Legit, du kannst einfach warten. Und sie kann nichts dagegen tun, weil du hast unten schon angefangen. Die kann nicht jetzt unten gehen und deine Camps crossmappen. Die ist fuck. Die muss dich contesten. Und wenn sie nicht kann, weil du Hilfe hast und sie nicht, ist sie fuck. Es ist gerade Game Winning. Dieser Invade ist Game Winning. Okay. Was sehe ich gar nicht, ja. Und also das ist, ich sage dir nur, dass du hier invaden sollst. Wirklich nur, weil du Prios hast. Guck Und mal, nicht, das aus war zum irgendeinem Beispiel so ein Grund. Punkt. Ich hab ja auch geschrieben, dass ich nicht so oft auf die Lanes achte. Und das war, also Ja. in dem Moment habe ich halt nicht auf die Lane geachtet, sondern ich habe einfach nur gesehen, okay, hat genug HP, Gegner hat Okay. auch genug HP, also beide stehen. Also Und das ist ja. aber auch etwas, das kommt mit der Zeit, je mehr du, ich glaube, mit deinem Champion vor allem confident bist und diesen Clear sozusagen passiv machen kannst, dann kannst du ja die Energie sozusagen, die in deinem Gehirn frei wird, dann auch darauf nutzen, ey, yo, wie stehen die Lanes. In dem Fall, by the way, sogar, also ich meine, dein Toplaner ist jetzt gerade gestorben, das ist, also in dem Fall hätte dich dein Toplaner vielleicht ein bisschen dabei geintet, ne? Weil der hätte moven müssen, statt Toplane zu sterben. Aber ja gut. Und dein Midlaner hätte auch jetzt, also spätestens jetzt, moven müssen dann, ne? Wenn du jetzt hier fighten würdest. Und die Briera hat sogar auch, also es ist ein kleiner Counter dagegen, gegen diesen Invade, ist den Red zu skippen und direkt Golem zu machen, weil dann ist der Fight relativ safe wie sie.
Hättest du aber, wie gesagt, weil du Toplane auch Prime warst, hättest du trotzdem invaden können, ne? Weil dein Toplaner könnte legit jetzt einfach hier durchlaufen, vielleicht sogar durch den Turret laufen. Und ihr könntet zusammen die Golems nehmen und wenn sie kommt, geht ihr halt einfach auf sie. Aber okay, so. Unabhängig davon, jetzt schauen wir mal weiterhin, was du gemacht hast. Okay, so. Du bist gebased. Sie ist, glaube ich, nicht gebased. Genau, sie ist nicht gebased. Sie geht wahrscheinlich in den Top-Gang, wahrscheinlich macht sie. Sorry, was? Sie geht wahrscheinlich. Na, du machst also, was. Nee. Ach, Briar! Achso, nee, ich hab die nicht gesehen da gerade. Ups. Okay, schauen wir nochmal kurz. Wir haben sie actually hier gesehen. Hier. Ja. Und wenn ich jetzt deinen POV hätte, würde ich sagen, drückst du Tab. Weil jetzt solltest du Tab drücken und sehen, oh, die hat noch nicht gekauft. Okay, sehr wichtig. Ja. Weil das bedeutet, du bist stärker als sie. Ja. Okay, ist natürlich komplett illegal, hier reinzukommen, nachdem man sie sieht. Ach doch, ich kann mich auch dran erinnern, habe ich mir auch gedacht, wieso geht der Alistair rein? Ich glaube, ich habe sogar gepinkt auch in dem Moment. Okay, aber das sind ja Sachen, die kannst du nicht beeinflussen, ne? Also, die Leute werden einfach von der Brücke springen. So. Was machst du? Wie reagierst du auf die Situation? Das ist die wichtige Frage. So, der Alistair. Der ist jetzt schon tot. Schaust du nach dem Flash dann? Würde ich vielleicht machen. Nee, das ist die Frage, weil du läufst ja einfach rauf. Schaust du nach dem Flash Sun? Oder warum? Achso, ich wollte sie einfach nur covern, damit sie nicht. Ich wollte sie einfach nur unterstützen, da, die Wayne. Hältst du irgendwie ihre Hand? Oder, also, was genau? Womit unterstützt sie sie? Also, was tust du für sie? Naja, zum Beispiel die Lulu interrupten, dass sie sie nicht polymorph, damit sie halt mit rauskühlen kann, die Van. Damit sie das dodgen kann. Okay. Ich kann es jetzt einfach spoilern, ne? Mhm. Das, was du machst hier, das Einzige, was du machen dürftest, ist, wenn du Flash dann schauen, wenn du denkst, dass du danach one-shottest. Ja. Alles andere ist eigentlich nutzlos. Weil die Van ist schon draußen. Die ist 100 pro draußen. Du könntest hier hinter der Vision bleiben, um zu gucken, ob die vielleicht blöd genug sind, in der Turret reinzulaufen und dann für einen Flashstand schauen. Aber im Großen und Ganzen zeigst du dich einfach nur for free. Ja. Und das ist schon mal ein großer Fehler. So. Unabhängig jetzt davon, welches Camp von den Gegnern ist ab? Die Grumps. Genau. So, was wird Brienne nach diesem Play machen wollen? Wird zu ihren Grump gehen. Oder? Oder Base, oder halt, wenn sie mich nicht gesehen hätte, vielleicht für meine Golems. Okay, ich meine, das wäre natürlich ein gigantischer Fehler gewesen. Aber genau, sie wird auf jeden Fall danach, also entweder Base oder in den Jungle gehen wollen. So. Und wenn du dich jetzt hier nicht gezeigt hättest und wüsstest, dass die Grump up ist, okay, hättest du. Wichtig, aber mit einem Sweeper, also du musst das dann auch sweepen, diesen Weg hier. Und hoffentlich würdest du den dritten Busch auch sehen. Würdest du zur Grump gehen, du könntest dort campen, wenn du denkst, dass du 1v1 gewinnst, weil du hast ein Darkseal Advantage, ist kein großer Advantage, deswegen kann das auch sein, dass es nicht reicht. Oder wenn sie Base geht, nimmst du einfach die Grump. Okay? Ja. Und Option 3 wäre einfach gar nichts zu machen. Wenn du wirklich denkst, ey, ich kann die eh nicht killen, selbst wenn sie kommt und ohne Items kann ich eh nicht killen, dann gut, dann farmst du jetzt einfach weiter und verschwendest deine Zeit nicht, weil das ist tatsächlich wieder Zeitverschwendung. Außer du schaust für einen Flash-Stun. Deswegen habe ich die Frage am Anfang gestellt, ne? Mhm. Schaust du für einen Flash-Stun? Wenn die Antwort gewesen wäre, ja, ich habe nach Flash Stun Angle geschaut, dann hätte ich gesagt, okay, gut, nice try. Aber weil das nicht die Antwort war, ja, hast du eigentlich einfach nur deine Zeit verschwendet. Okay, was tust du hier? Ich hätte für den Grump gehen sollen, für die Golems gehen sollen. Erinnerst du dich, also in dem Game davor hast du genau dasselbe gemacht, erinnerst du dich? Mhm. Du hattest eigentlich einen relativ guten Full Clear. In dem Game bist du aber nicht gebased, sondern du warst einfach nur da und dann hier. Also das Problem ist,
Ich habe meinen Spielstil halt so ein bisschen geändert, weil wenn ich sehr viel für Jungle Clear gehe, dann habe ich immer das Gefühl, dass meine Lanes halt so rein, also die verlieren relativ schnell dann, weißt du? Weil die anderen Jungler halt auch aktiv auf der Map sind. Aber, Und also du kannst auch aktiv sein, du solltest bloß aktiv sein, wenn du darfst. ja. Und Und das Camps war halt Zeitfenster immer noch werden. Also du siehst gerade, wie bei diese Camps. Also, okay, stell dir mal vor, du wärst nicht Botlane gerannt, sondern direkt zu Grom. Zu den Golems. Du hättest Golems geklärt, richtig? ja. Du hättest Raptoren geklärt. Jetzt gerade, in der Sekunde wär's fertig gewesen. Ja. Und du wärst jetzt hier. Und du wärst 10 XP vor Level 5. Und, also, und dann könntest du die Grubs von mir, also eigentlich solltest du Wölfe machen für Level 5. Und dann von mir aus kannst du die Grubs machen. Weil jetzt gerade, was du tust, ist, du rennst wahrscheinlich direkt zu den Grubs. Ja. Ne? Ohne davor geklärt zu haben. Das gefällt mir. Dieser Wort. Ist gut. Also, ich glaube, den kann man auch hier setzen. Be honest, und trotzdem siehst du alles. Oder hier. Aber du coverst die Entrance. Und das ist gut. Was nicht gut ist, dass du davor Zeit verschwendet hast. Ja. Aber der, das ist gut. Diese sehr gute Reaktionszeit. Wo ist Bria? Die kommt Hier. jetzt, ne? Okay, welche, also, sobald du sie siehst, weißt du, welche Camps von ihr ab sind? Also ihre Golems müssen ab sein. Die hat 28 CS. Ah ne, ihre Raptors. Ihre Raptors und ihre Blues halt wahrscheinlich. Also tatsächlich ist alles von ihr ab. Die macht genau dasselbe wie du. Die macht 1 zu 1 genau dasselbe wie du. Die hat nichts gefarmt von ihrem Re-Clear. Und da ist einfach nur Aber das zu den meine ich Grubs ja, gerannt. ne? In der Elo gehen die halt immer relativ schnell für die Void Crawler Ja, ist das gut von ihr? sehen. Von ihr ist das nicht gut, ne? Aber von mir auch nicht. Genau. Ich hatte nur Glück, dass ich halt früher da war. Okay. Das war tatsächlich nicht Glück, dass du der Grund war, warum, weil du früher gebased bist. Und sie musste noch ein Base nehmen danach. Okay, so gut. Kannst du das contesten? Ja, würde ich sagen. Warum? Weil meine Midlane und meine Ja. Toplane gerade die Wo ist dein Waves Brand? auspushen. Wo ist denn der Brand gerade? Den Brand sehe ich nicht mehr. Dann ist er wahrscheinlich Base gegangen. Ja, er ist Base gegangen. Bist du dir 100% sicher? Zu 100% nicht. Was könnt ihr sonst machen? Ansonsten könnte sie halt auch zu den Void Grumps moven. Ne? Aber da habe ich ja Vision. Das ist richtig, du siehst ihn jetzt, genau. Gut. Also er ist nicht besser, sondern er hat Move, aber was ist mit Toplane? Toplane muss die Wave halt erst auspushen. Pantheon geht Base, jetzt cancelt er den Base. Jetzt fightet er ihn, killt ihn und. Oder killt ihn auch nicht. Aber Toplane kann halt. Prior kann moven, actually. Wann kann er move? An sich wäre es schlauer gewesen, die Wave auszupushen und dann zu mir zu move. Genau. Okay, ich meine, jetzt natürlich, der Fight ist direkt vor seiner Nase, deswegen bricht er das ab. Und so, ich krieg den Kill. Okay, das ist gut. Kannst du ihn killen? Ja, mache ich sogar. Okay, gut. Das ist nur, also, das ist tatsächlich sehr einfach für dich, ihn zu killen, ne? Ja. Weil du kannst alle seine Spells relativ easy dodgen. Sehr schön gespielt. Also wirklich nice. Danke. Damit habe ich nicht Ja, ich gerechnet meine, in dem Moment. Ich war so jetzt war die schnell Bria schon wieder da, ne? Also ist am da. Anfang gestorben und also sie ist auch wieder schnell wieder da. Das ist ja Ja. bewusst dieses Konzept, ne? Dass Ja. Leute direkt wieder, wenn sie tot sind, direkt wieder auf der App sind. Ja. Aber okay, gut. So, du kommst aus der Base und jetzt ist dir bewusst, dass diese Camps jetzt schon, eigentlich schon zum dritten Mal da hätten sein können. Es ist Ja. dir bewusst, ne? Also jetzt Ja, gerade wären deine dritten Golems gespawnt. Und das sind ja halt alles gerade noch die zweiten Spawns. Das heißt, die standen hier genau 2 Minuten 30 Sekunden rum. Alle Camps. Genau dasselbe gilt für die Bria. Die hat auch kein einziges Camp geklärt. Seitdem. Es ist unglaublich. Also wirklich unglaublich. Siehst du das bei mir? Bei dir? Nein.
Aber bei Wenn ich dir, ins Triple also ich, gehe von das, mir, siehst du das jemals, dass die Gegner Jungle das machen? nee. Auch nicht, ne? Nee, Also aber tatsächlich, bei dir spielen manchmal die. passiert das aber ja. Also man muss, also mein Gedankengang ist da halt immer, also bei dir achten die Laner ja halt auch mit darauf, was passiert im Game, so weißt du? Und bei mir in den Games Also ich passiert würde das halt schon nicht, sagen, dass deine das nicht Lane so ein häufig. bisschen aufpassen. Also ich meine, Ja, der ein wurde gerade bisschen. immerhin gesehen, dass da jetzt gerade ein Fight ist und dann gekommen ist. Ja. Also der Einzige, der bisher noch nicht aufgepasst hat, war eigentlich nur der Alistar, als er diese Briar nicht gesehen hat. Aber die war auch nicht lang zu sehen. Also ich glaube, mit genug Informationen und mit genug Pings wirst du natürlich ab und zu schon noch getrollt. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, werden die auf, also werden die das Richtige machen, so zu 70%, würde ich sagen. Das heißt, es ist für dich kein Argument zu sagen, ich spiele ineffizient, weil die Laner nicht richtig waren. Also, ist einfach kein gutes Argument. Okay. Ja, weil du spielst wirklich einfach nur ineffizient. Du hättest all das hier, hättest du auch genauso gut machen können, nachdem du diese beiden Camps geklärt hattest. By the way. Und dann hätte Ja. ich sogar wahrscheinlich gesagt, das ist richtig gut, was du machst. Siehst du, wie du actually also falsch schlecht gespielt hast? Also das ist jetzt sehr Bria-spezifisch, aber sagen wir, das wäre ein Viego. Ja, Okay. Der also würde ja auch jetzt hier genau dasselbe machen, was sie macht, ne? Der würde dich ja. von der Wand hier stunnen. Das heißt, was du machen kannst, ist, du kannst jetzt einfach ein bisschen links laufen. Und man W Bisschen, bisschen, reinchecken vielleicht? genau, und einfach deine W zum Checken. Das ist wie ein Busch. Mhm. Wenn es ein Busch wäre, würdest du ja auch zuerst W machen. Mit der Vision kriegst. Gibt dir einfach mehr Reaktionszeit. Aber ja. So, wie gesagt, jetzt klärst du das zum ersten Mal. Was hast du da gerade gemacht? Mein Gedanke war, glaube ich, dass ich die Raptors checken wollte und halt, ja, Vision da haben wollte. Okay, das machen wir jetzt gerade nicht. Aber das ist eine sehr gute. Also, wenn du in-game zu so einer Situation kommst, wo du in Ja. einen Empty Jungle läufst und nicht weißt, warum das nicht ab ist, überleg, also geh einfach zurück, drück F1, guck nicht auf die Map, though, am besten. Also nicht so, dass du dich halt cheatest. Und dann wirst du ziemlich sicher herausfinden, warum das gerade nicht ab ist. Okay, das machen wir jetzt gerade nicht, weil es ein bisschen zu lange dauert, aber. Du kannst das ziemlich sicher predikten, warum das hier gerade down ist. Aufgrund den Dingen, die davor passiert sind. Also sie hat ja gerade Okay. Drake genommen. Okay, wollen wir es machen? Bitte? Also wir können ruhig diese Übung machen, aber also. Sie hat die Grubs genommen. Ich Wir sehen sie jetzt gerade nicht. also sie ist nach dem Was Void nach den Craft Grubs ist macht sie sie. ziemlich wahrscheinlich ihre Topside-Camps. Sie ist dann Mitte gegangen. Du weißt, ihr Blue Buff ist ab, weil sie hat Blue Buff angefangen. Und das war's. Eigentlich das war's. Das ist alles, was du wissen musst. Ja. Du musst jetzt gerade wissen, sie ist auf den Botside-Camps aktuell. Und davor hat sie die Topside-Camps genommen. Das reicht schon. Was du wissen kannst, ist, dass Red up ist. Das kannst du wissen. Vor allem, nachdem du sie gleich unten siehst. Oder wenn du siehst, dass sie den Dragon gemacht hat. Ist das eigentlich ein legaler Dragon von ihr? Jetzt gerade noch ja, bei der Brand moved. Okay. Nee, ja, also Das doch, ist die ein Kaiser ist sehr auch gleich legaler da, Dragon. ja. Also, Mitte hat keinen Push, oder hat keinen Push. Das ist ein sehr legaler Dragon. Also aufgrund dessen sagen wir, du würdest jetzt hier vielleicht darüber nachdenken, das zu contesten, dann musst du eigentlich sagen, ah, nee, never mind, ist nicht unser. Ist aber nicht unser. Wofür solltest du schauen? Na, dann für seinen Red Buff, ne? Genau, also ich meine, du kannst für den Red Buff schauen, das ist, wenn du weißt, dass er ab ist. Ja. Nicht aus Hoffnung, sondern wenn du weißt, warte mal, sie hat unten angefangen, sie hat aber gerade Grubs gekillt into Topside-Camps und ist jetzt gerade Botside. So, jetzt weißt du garantiert, dass die Botzeit ist. Unabhängig vom Red, was kannst du noch machen?
Top ganken. Also, ja. Ist das ein Gank? Die Wave putt rein, ja. Ist ein Gank. Ist Action Free Kill. Habe ich aber Kann nicht ich jetzt gemacht, schon sagen. wahrscheinlich. Ist ein absoluter Free Kill. Weil, also, jetzt gerade hochlaufen. Ja, Das und ist ein. Weil Volibear hat einen Stun. Du kannst drauf repellen. Also, okay, ganz ehrlich, vielleicht darfst du nicht drauf repellen, weil der dich one-shotten kann. Da musst du selber ein bisschen einschätzen, aber muss ja auch nicht drauf repellen. Kannst du auch einfach in Range bleiben, ne? Und er instant, wenn er dich weht. Aber ja, das ist ein Free Kill. Ne? Also, du würdest jetzt ranlaufen, Volibear würde Qen. Ich glaube, wahrscheinlich musst du repellen drauf, damit du in Range bist, aber ja. Okay. So, die ist unten gestorben, wenn ich es richtig gesehen habe. Dein Top-Lane hat einen Solo-Kill bekommen. Du gehst Base. Aus der Base. Aha. Was denkst du dir? Du willst Top-Lane mainen, oder? Ja. Okay, das ist sehr gut. Darfst du das? Die Briar sehe ich jetzt gerade nicht. Genau, sie ist aber gestorben. Sie war da vor Botside. Wohin geht sie ziemlich sicher danach hin? Zu ihrer Topside. Richtig. Also, diesmal invadest du weder dahin, wo sie ist. Darfst du es diesmal machen? Ja, weil sie erstmal Golems machen würde. In der Zeit kann ich ihre Raptors nehmen. Okay, also du kannst die Raptors Also, wegschießen. ich kann vielleicht die Das ist in Raptors noch Ordnung, nehmen. ja? Genau, okay, das ist Und in Ordnung, danach. wenn du denkst, du schaffst es tempo-wise, das wegzunehmen. Aber darfst du hier einen Fight aktivieren? Also, Boss? Nee, den Pantheon sehe ich nicht. Mein Volibear ist in der Wo ist denn Base. der? Pantheon wird wahrscheinlich in der Base sein, ne? Er ist Aber gestorben. ist gerade tot, ja. Das heißt, er Genau. wäre Kriegt das von Gods? in dem Moment, wo Oder ich ist er da jetzt bin, würde tot? mein T2-Turret sein, schon. Gut. Darfst du jetzt invaden? Ja. Zeig nochmal die Wave um. Das ist eine schlechte Wave für Pantheon. Garantiert. Also das ist eine slow-pushende Wave weg von ihm. Eigentlich muss er sie rauspushen. Ja. Ne? Aber wenn es jetzt Deswegen. keinen Fight geben würde, könnte er da sein, ja oder nein? Er könnte da sein, wenn er auf seine Wave kackt. Genau. Und mein Volibear könnte halt nicht da sein. Mein Tristana Genau. könnte eventuell kommen, aber wäre trotzdem ein Free V2. Genau. Also ist es ein Invade, ja oder nein? Nee. An sich nicht. Genau. Also du, sagen wir es mal so, wenn du einen fightlosen Invade spielen kannst hier, wie du gesagt hast, Raptoren wegschießen und dann raus, dann ist es in Ordnung, weil das ist ein Play tatsächlich, das man macht. Aber einen Fight darfst du nicht spielen. Einen längeren Fight. Könntest du natürlich, wenn du One-Shottest, geht das auch. Aber einen längeren Fight nicht. Okay, stattdessen gängst du Mitte und machst direkt die Grubs. Warum hilft dir die Tristana nicht? Will wahrscheinlich auch in ihrem Tempo bleiben, deswegen resettet er, ne? Also, Ich glaube, da habe weißt ich du, auch dass nicht das mehr. sehr schlecht für dich ist, wenn sie dir jetzt nicht Ja, hilft? das ja schon. Aber ich weiß nicht, ob ich da Okay, mit ihm welche Option hat kommuniziert sie habe. jetzt trotzdem noch? Die Tristana? Die Tristana Ja. auf den Ward dazu tippen, ne? Oder auf den Zum Tank Pink Ward. Ward, genau. Also, und du haust hier einfach seit einer Minute drauf, ne? Also, es ist genau wie beim Dragon. Dragon, also Elise, ist halt ein bisschen Elise-spezifisch. Objectives dauern arschlang auf Elise. Und im besten Fall spielst du das so, dass du, wenn du jemanden killst, weil mit Elise kannst du relativ einfach killen, dann holst du die Person, mit der du gekillt hast, zum Objective und dann haut ihr das Objective zusammen. Und dann geht das halt auch fast doppelt so schnell meistens, weil die machen dann auch Schaden. Ja. Also den Invade hast du jetzt auch gar nicht gespielt, ne? Sondern hast einfach nur Mitte gegankt, okay. Top, gut ist free. Kannst du ruhig nehmen. Das Game sieht aber jetzt schon auch over aus, ne? Ja. Ja, das ist wahrscheinlich auch schon so. Ja, ich glaube, deine größten Fehler sind, also
dass du anfangs, du hast Angst, also ich glaube, du hast Angst, nicht relevant zu sein in dem Game. Und deswegen nach dem ersten Clear, den du, also wirklich schön, du, also du, ich habe das jetzt zwei Games gesehen, du machst einen schönen Full Clear als Elise, sogar mit Doppel-Q, finde ich geil. Also ist so wirklich nice. So, das Einzige, was du in beiden Games jetzt gemacht hast, ist, du hast beim nach dem Reset, hast du, oder halt beim Game davor, hast du vor dem Reset einfach sehr viel Zeit verschwendet, weil du unbedingt Impact haben wolltest. Und also ich kann dir eigentlich nur sagen, du kannst nichts forcieren, was nicht da ist. Okay. Okay, du kannst einfach nicht. Wenn es ein, also wenn es eine Situation gibt, wo jemand eine schlechte Wave hat und low ist und du, keine Ahnung, gerade keine Summoners hat und Spells gerade raus hat, dann natürlich, dann weißt du, du kannst sie killen und dann gehst du auch dafür. Aber wenn, also bei dieser Situation Botlane, wo du einfach nichts gemacht hast, in beiden Games actually, selbe Stelle, du warst auf der anderen Seite, warst auf der Red Side, du musst das richtige Play finden. In dem einen Game war das okay, wir hätten vielleicht diven können. Und währenddessen muss ich halt warten und kann währenddessen Golems nehmen. Und jetzt hier wäre es gewesen, yo, ich kann jetzt an sich erstmal nichts machen. Vielleicht nur Flash Stun. Aber wenn nicht, dann weiß ich, Gromp kommt ab und ich kann Gromp contesten. Und wenn ich das auch nicht machen will, weil ich Angst vor Bria habe, weil ich denke, ich verliere, dann okay, dann ist die einzig wirklich andere Option ist Farmen. Also ist halt so. Wenn du nichts machen kannst, dann ist Farmen die Option. Okay. Und also ich sehe, du machst viele, also du machst oft emotionale Entscheidungen einfach, ne? Also Ja, ich helfe also der du hast es Wave schon richtig emotional oder ich beschrieben. helfe Ich der Tristan, ne? Es ist halt einfach emotional. will halt also auf Kampf irgendwie Impact haben, ne? Und deswegen versuche ich immer viel die Lanes zu unterstützen so und achte da manchmal halt nicht. Also ja, ich weiß nicht, weil ich habe eine Zeit lang so gespielt, wie du das machst. Also ja, wie soll ich das sagen? Ich wurde dann immer als Egoist und also was heißt Egoist? Aber ja. Also, Mein Duo-Partner meckert dann halt auch immer rum, so, weißt du, wenn ich ja, dein dann halt, Duo-Partner ist ein Lümmel, okay? Der hat überhaupt keine Ahnung, wovon der redet. Okay, kann ich dir jetzt schon sagen, der hat keine Ahnung. Ist er Jungle Man? Nee, das Dann hat er noch weniger Mittelmeer. Ahnung. Dann hat er noch weniger Ahnung, okay? So, weil die Stelle, die du spielen darfst, also und auch aggressiv spielen darfst und wo dein Midlaner auch ruhig Impact haben darf, ist so etwas. Weißt du, dieser Invade hier. Okay, das ist die Stelle, wo du wirklich aggressiv gehen darfst, weil da hast du Prio. Da hast du Prio. Du bist eigentlich ein sehr starker Champion Level 3. Und dann, du weißt, siehst Topside. Du weißt, du kannst mindestens im schlimmsten Fall nur Zeit rausholen und dann kann der Midlaner kommen und sie killen. Das ist eine Option, die ist hundertprozentig. Du kannst hier was forcen, ohne Probleme. Okay. Okay, aber so, also so dieses Botlane, das ist. Da hoffst du eigentlich ja nur darauf, dass der Gegner vielleicht hinten oder so. Das ist was anderes. Ja. Gut, hast du noch Fragen? Also, was ich jetzt besser machen kann, ist halt nicht auf Krampf irgendwie versuchen, Impact zu haben, also auf Krampf irgendwie Lanes, Ganks zu nehmen, die nicht so gut sind, sondern stattdessen halt weiter mein Programm durchziehen mit Farm. Sehr wichtig, Jungle Tracking und auch wissen, welche Gegner schon Camps ab sind, ne? Ja, Das ist also sehr wichtig. Das hast du im jetzt in Game beiden Games vernachlässigt. im Game weiß ich das auch und ich benutze auch hier, ich weiß nicht, kennst du Professor oder Blitz? Die Das beiden ist schlecht App. für dich. Wieso? Weil diese App dir nicht sagt, wann die Camps abkommen. Nicht immer. Weil du brauchst für die App, soweit ich das richtig verstanden habe, brauchst du den Timer von wann das Camp gekillt wurde. Ja. Richtig? Ja. Und Aber also, wenn das ich wusstest du tracker doch den jetzt in ich dem Game nicht, oder? doch ich track ja den Jungle, also wenn ich den im Game track ich ja den Jungler. Jetzt wo du das mir zeigst, ist das ein bisschen schwerer, aber wenn ich im Game bin, konzentriere ich mich halt viel mehr, ne? Und da achte ich schon drauf, wo der Jungler sein könnte in dem Moment. Und dann achte ich halt auf meine Timer von meinen Camps und kann dann ungefähr einschätzen, wann, also ja, wann deren Camps ab Okay, sind. das ist gut. Das Ganze aber auch ohne Blitz machen. Also ich habe bisher von allen meinen, also von all den Leuten, die ich gecoacht habe, immer gesehen, dass sie Blitz hatten und aber selber faul wurden. Weil, also manchmal hat Blitz halt angezeigt, wann das gegnerische Camp abkommt.
Ja. Und oft aber war das so, dass man gar nicht gesehen hat, wann das abgekommen ist, aber man hätte es durch Game Sense erkennen können. Weil, also, du siehst die Bria ja nie hier. Du hast sie Ja. nie gesehen. Blitz weiß nicht, wann das jetzt abkommt. Ich schon. Also, ich kann dir sagen, wann das abkommt. Ich kann dir sagen, wann das abkommt. Ich kann dir sagen, also, wann alles abkommt. Für wahrscheinlich den Rest des Games. Und das kannst du auch. Das ist nicht so schwer. Also, du kannst mir jetzt auch sagen. Aber, und weil du halt Blitz hast und Blitz trackt das ja nicht, machst du es eigentlich einfach nicht faul. So. Also, Ja, also deswegen empfehle ich meistens Blitz nicht zu nutzen. ich habe ja dein eines Video da angeguckt, wie du den einen da gecoacht hast. Und ja, du konntest halt genau sagen, zu welcher Sekunde da die Raptors spawnen und so. Und ich habe mich nur gefragt, so, hä, Wann kommen Gromp ab hier? Deine Golems und die gegnerische Gromp. wie? Wann habe ich die gemacht? Du hast sie nach dem Red gemacht. Das ist immer derselbe Timer, immer. Das zweite Camp ist derselbe Timer, immer. Aber Weed. weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Weed. 420. Ach so. Du kannst es merken mit 420, okay? Also, Okay. manche Camps machen das schneller. Dann ist es 410. Aber jetzt in dem Fall war es 420, bei ihr auch ungefähr. Also, Ja. und wann kommen Raptoren ab, wenn man da startet? 4:30 ungefähr? Oder Nee, 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 wenn man da 4. startet. Wenn Ach, man da startet. wenn man da startet, Minute 4, oder? Genau. Das sind legit die zwei wichtigsten Timer. Okay. Ja, aufgrund dessen kannst du jetzt wissen, okay, 4:20, das heißt, das Game ist ab, wenn sie Blue angefangen hat. Weil das hat sie obviously als zweites gemacht. Also dein Parfing darf dieses Grub-Parfing? Grub-Parfing und Drake-Parfing. Ich habe das ein paar Mal Das ist für ausprobiert. Elise nicht gut. Ne, mit Elise habe ich das. Ich spiele auch ein bisschen Shyvana Ja. und halt Evelynn. Mit denen hat man ja einen relativ schnellen Clear. Aber ich war jedes Mal irgendwie fünf bis, also ein paar Sekunden zu spät für die Grubs da und dann hatten die halt schon wieder 1500 HP. Aber ich weiß nicht, Das ob ich das. also auf Shyvana geht es nur auf Blue Side. Nur Kann ich auf jetzt schon Blue Side. sagen. Ja, auf Evelynn habe ich noch nicht probiert. Das ist tatsächlich leider sehr Champions-spezifisch, dass du vielleicht ein, zwei Sekunden zu langsam bist und dann haben sie zu viel HP. Ja. Ich glaube, also, das Grub-Pathing ist nicht unbedingt schlecht, nur weil sie 1500 Leben haben. Du bist ja trotzdem Level 5 und hast Items und machst sie relativ schnell. Ja, aber meistens ist der Gegner, also deswegen, also ich mache das halt trotzdem nicht so gerne, zumindest momentan noch nicht, weil ich es halt noch nicht so oft gemacht habe, halt so, weißt du? Und ja, Also, ich kann dir sagen, bis jetzt waren meine Ergebnisse halt auch nicht so gut damit. Ich habe die Games, wo ich das gemacht habe, habe ich dann halt auf den Sack bekommen irgendwie. Ja, das Ding ist ja natürlich, wenn die hier nicht contesten, dann kriegst du die auch nicht. Oh. Egal, also, dass du ein Level ahead bist, also kommt natürlich immer auf den Champion an, aber es muss nicht unbedingt viel bedeuten, wenn die Prios haben, ne? Weil du brauchst im Endeffekt immer deine Laner. Also, wenn Ja. das ein 2 gegen 3 ist, dann bringt es dir auch nichts, ein Level ahead zu sein. Was ich dir aber sagen kann, jetzt, wo ich, also, so, also was du erzählt hast, ist, Dragon kann ja auch gut sein, wenn die Gegner alle immer die Grubs forcen, ne? Ja. Das kann auch eine Option sein. Ja, deswegen, also ich gucke halt immer, welcher Drake halt da ist, ne? Und dann ja, Kommt aber, wie wähle ich halt gesagt, ab. auch immer auf den Champion auf. Elise würde ich, glaube ich, weder Dragon und noch Grub-Pathing machen, weil du einfach. Das ist ja pur Farmen und auch pur Objectives und das dauert zu lange als Nee, Elise. ja, Dafür ist der deswegen, Champion zu das scheiße. hab ich mir halt auch schon gedacht mit ihr. Deswegen mache ich das halt auch nicht. Genau, auf Shyvana oder Diana funktioniert das eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Also es funktioniert sehr, sehr gut. Ja, Diana habe ich auch ein paar Games schon gemacht, aber lief noch nicht so gut mit ihr. Ja. Hast du noch irgendwelche Fragen? Jetzt fallen mir gerade keine ein, ne. Also fassen wir nochmal zusammen. Also Tracking üben. Ich glaube, da ist schon noch sehr viel Luft nach oben. Ja, bestimmt. Das Allerwichtigste für dich, Prios sehen und lernen. Und auch, ey, okay, ich habe jetzt hier Prio, ich kann jetzt was machen. Bedeutet nicht, dass du immer invaden musst, nur weil du Prio hast, ne? Weil es kann ja sein, dass sie oben angefangen hat. Ja. In dem Game musstest du aber, dass sie unten angefangen hat. Deswegen hättest du es machen dürfen, beispielsweise.
Jetzt, also wir haben jetzt nicht so viel über Tempo geredet, aber das scheinst du eigentlich relativ gut drauf zu haben, also zu wissen, okay, jemand ist gerade gestorben, das ist erst bald wieder zurück. Ja. Was ich sehr gut fand, ist, dass du diesen Ward gelegt hast. Also es war dieser Pink-Ward, also natürlich kann er besser sein, vielleicht im Busch, damit die den nicht instant clearen, aber das war gut, dass du realisiert hast, ey, das ist hier ein Eingang, ich werde sehen, wenn die kommt. Geil. Und ich, ist wirklich sehr gut. Also das habe ich schon Masterspieler gesehen, die das nicht machen. Okay. Also schon sehr, sehr gut. Ja. Und nicht emotional ganken. Das ist ein großer Fehler. Ja, Also das wenn ist ich Solo, wenn ich legit ein Solo Skill, spiele, by the way. wenn ich Solo spiele, spiele ich auch anders, muss ich sagen. Wenn ich Duo spiele, dann spiele ich halt also halt ein bisschen aktiver mit dem Ganken, bisschen aktiver auch um meinen Duo-Partner herum. Ja, das ist nicht gut. Das muss ich aber, also okay, muss ich aber auch gestehen. Ich habe ja, also früher gab es ja auch Duo-Q für Master Plus, ne? Und da habe ich ja auch mit No Way und Envy und ich habe ja mit voll vielen Leuten geduot. Ja. Und da muss ich aber auch sagen, es ist sau schwer, wenn man im Voice und mit einem Freund zusammen ist, alleine in einem Team, also in einem zu fünf, also in einem Teamgame, es ist sau schwer zu sagen, nee, das ist nicht gut, ich mache das jetzt nicht. Würde ich Achso, sagen, eine Frage hatte ich noch. ja. Wenn du Auto-Attacks, also dann ist da immer so ein Zirkel um dich herum und dein Cursor verändert sich, also wird so ein Kreis. Weißt du, was ich meine? Das hier meinst du, ne? Genau. Das ist A-Links-Klick. Ich glaube, Ah, das links. ist das keine normale Option? Ich habe keine Ahnung, wie man das einstellt, deswegen. Aber da gebe ich dir vollkommen recht. Das, was du gemacht hast, habe ich früher gemacht, als ich angefangen habe, die zu spielen. Und dann habe ich es auch gesehen, dachte mir, warte mal, das erspart einem ja so viel Zeit, also Ja. Mauszeit, so hin und her zu klicken. Und vor allen Dingen, wenn du dadurch cancelt man halt auch ab und zu mal so ein Auto-Hit, wenn man halt daneben klickt, ne? Genau. Das ist aber, also da, am Anfang habe ich auch verkackt damit, weil, wenn da jetzt ein Champion kommt und da zwei Leute sind, dann darfst du das nicht mehr verwenden. Da musst du klicken. Ja. Weil Linksklick macht nur das nächste Target. Ah, okay. Und das ist bad. Aber ja, A-Linksklick. Ich glaube, das ist immer A-Linksklick. Ich glaube nicht, dass ich eine Option dafür habe. So, noch eine Sache. Wenn Ja. du Situationen hast, wo du nicht weißt, was passiert, also wo du nicht weiter weißt. Okay? Dann also nimm die auf mit OBS und dann lad die auf YouTube hoch, send mir den Link und dann react ich darauf on stream. Okay? Okay. Also Jo. wenn du das nutzen willst, die Optionen gebe ich dir auch noch. So, Ja, und cool. ansonsten, naja, ich wünsche dir toi toi toi. Ich denke, deinen Freund schaffst du auch zu peaken. Diamond 2 ist gar nichts. Du Ja. musst einfach, du musst, also tatsächlich hast du richtig gesehen. Du bist nicht effizient. Also du clearst nicht so richtig, wenn. Aber das, also wir haben jetzt rausgefunden, woran das liegt. Das ist sehr wichtig, das musst du fixen. Ich glaube, wenn du das drauf hast, ist Master Easy drin. Also. Ich Und hoffe. actually, eine Sache ist, du musst schon, also die Mechanics musst du schon drauf haben, aber das. Ja, fokussier dich auf zwei, maximal drei Champions, dann kommen die Mechanics von alleine. Ja, also auf Evelynn und Vi zum Beispiel, also die beiden habe ich halt, da habe ich so viele Games drauf. Aber Oh. ich kann das nicht so extrem lange wie du einen Champion spielen. Gut, Ja, so. gut. Ansonsten, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ist Ja, jetzt wünsche auch ich schon dir auch. spät geworden. Ja, danke fürs Coaching auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Spaß gemacht. Und war mal cool, dich Alles klar, live bis zu hören, dann. so. Also Ja, von es freut Person mich zu auch. Person. So, Gut. dann, bis dann. Bis dann. Mach's Schönen gut. Abend noch. Bye-bye. Tschüss. Danke dir auch. So. Das war doch mal ein langes Coaching. Fast 2 Stunden, actually. Der wird noch was. Der war sehr sympathisch. Wenn er nicht mehr von seinem Freund gezwungen wird, mit mir zu ganken, wird dann noch was aus dem. Name bisschen sus. Aber okay. Falls ihr was geholfen hat, falls ihr, ne, Informationen hier rausgeholt habt. Bla bla bla, ne? Like, subscribe. Ihr wisst, wie man das macht. Und ansonsten, macht's gut.